Und raus mit den Ködern und weiter rumprobieren hier an der Tunguska mit dem Belaya-Set. Also an einem Level 30 Gewässer mit einem Level 12 Setup. Also und sofort kommt dir der Biss und so soll das auch sein hier schön mit feinem kleinen Setup auf, naja, sowas wie Eschel zum Beispiel. Und warum ist das so praktisch hier mit diesem Belaya-Setup, dem sogenannten? Naja, weil hier der Unterschied zum Angeln an dem Gewässer Belaya gar nicht mal so groß ist. Das heißt, ob wir jetzt hier an der unteren Tunguska stehen mit Level 30, zack, oder ob wir an der Belaya stehen ab Level 12 und man hat hier eben dieses geniale Setup, das macht eigentlich nicht so den großen Unterschied, denn es sind ähnliche Fische hier drin. Hier an der Tunguska muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr aufpassen. Man braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Skill im Spinning, aber keine Sorge, den Skill im Spinning, den kriegt man Stück für Stück, wenn man immer fleißig beim Spinning weitermacht. Dann kann man auch sowas hier verwenden, was ich jetzt gerade verwende, und zwar die sogenannten Topwater-Köder, also Oberflächenköder, die, man sieht es vielleicht hier gerade so ein bisschen, die eben an der Oberfläche lang geführt werden mit kleinen hoppelnden Bewegungen. Und da gibt es eben verschiedene Arten. Also jetzt hier in dem Fall ist es gerade ein Popper und der poppert hier richtig schön an der Oberfläche und macht da jedes Mal, wenn wir hier dieses Gieren machen, also einkurbeln und rechte Maustaste, da macht er so ein kleines Plopp an der Oberfläche, platscht da so ein bisschen rum. Und das triggert halt nochmal zusätzlich die verschiedenen Fische. Was hier natürlich jetzt gerade reingeht an der Tunguska, ja, nicht nur die Eschen, die hier gerade reingehen. Es gehen auch zwischendurch Hechte rein, deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gerade eben mit einem anderen Setup schon rumprobiert und war da mit einem 4-Kilo-Setup unterwegs. Das war mir dann doch ein bisschen zu klein. Und ich habe danach hier auf dieses Setup geändert, bin jetzt hier mit 7 Kilo gerade unterwegs und ja, kurz danach beziehungsweise nach dem Tauschen des Setups rasselt hier auch direkt der Hecht rein mit über 3 Kilo. Der hätte jetzt hier das vorherige 4 Kilo Setup auf jeden Fall durchgebissen. Da hätte der gar kein Problem mit gehabt. Also beim Hecht natürlich oder wenn ihr Hechte habt am Spot, immer ein bisschen vorsichtig sein, entweder direkt den Köder wechseln. Oder eben, ja, vielleicht ein bisschen in eine andere Ecke werfen. Ich hatte zuletzt den Hecht eben genau hier in diesem Bereich. Also hier oben, genau in dem Bereich, wo ich jetzt gerade hinwerfe. Da war dann der Hecht. Und das heißt, ich habe jetzt die letzten Würfe alle ein bisschen woanders hingemacht. Hat auch funktioniert. Und ich hatte jetzt eben danach auch keinen Hecht mehr weiter dran. Wenn ihr einen Hecht dran oder wenn ihr das Risiko habt, ihr könnt wie gesagt dann auch ein bisschen größer reingehen vom Setup her. Also ein bisschen schwerer vom Vorfach. Heißt also, wir verwenden ja hier Fluorocarbon. Und das Fluorocarbon wählen wir dann einfach in ein bisschen stärker. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade 7 Kilo Fluorocarbon drauf. Heißt also, wenn der Hecht 4 Kilo schwer ist, würde der ungefähr ja, so eine 8 Kilo Schnur durchbeißen. Ich bin jetzt hier mit 7 unterwegs, das heißt also 3,5 Kilo Hecht ist ungefähr die Grenze. Was hatte ich im Kescher? Wo ist er hin? Der Lümmel, da ist er. 3,1 Kilo. Glück gehabt, knappe Geschichte. Also wäre der Hecht jetzt hier nur 500 Gramm schwerer gewesen, hätte er das Vorfach mit Sicherheit durchgebissen. Glück gehabt an der Stelle. Und jetzt einfach weitermachen. Bisschen Risiko ist einfach mit dabei. Es muss sich ja in Gänze einfach lohnen. Das heißt also, wenn wir hier trotz allem noch hier den Kescher schön voll machen können. Ihr seht jetzt hier in 15 Minuten war das schon gar nicht so schlecht. 15 Minuten jetzt hier noch ein bisschen rumprobiert, verschiedene Köder getestet. Bis jetzt hier 16 Fische. Das passt. Also wenn man immer mehr Fisch hat als Minuten, dann ist man auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Und wenn die Fische dann auch noch so gut Silber bringen, wie jetzt hier die Eschen, dann ist das doch schon alles top. Vielleicht gehen auch gleich noch ein bisschen größere Lennox rein. Das wäre auch richtig gut an der Stelle. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Da muss ich allerdings dann gleich nochmal ein bisschen andere Köder testen. Den ziehen wir hier nochmal eben raus. Und zwar nehmen wir einfach mal einen anderen Topwater.
Und zwar eine Art Topwater, die auch wieder untergeht. Also eigentlich so ein Semi-Topwater. Das Schöne jetzt hier an diesem Belaya-Setup, ich zeige das mal kurz in Gänze. Wir haben hier mit dem Belaya-Setup ein enormes und super wichtiges Wurfgewicht. Wichtig im ganz kleinen Bereich, heißt also hier jetzt 3 Gramm minimales Wurfgewicht. Das heißt, wir können sehr, sehr kleine Köder schön weit auswerfen. Genauso wichtig eben hier im maximalen Wurfgewicht 15 Gramm. Das ist super praktisch, denn dadurch können wir eine super große Range an verschiedenen Ködern auswerfen. Sogar hier diesen großen Topwater. Das Besondere hier, ich zeige das mal hier vorne, diese Topwater beim Ziehen gehen die nach oben und zack, guck mal hier. Ist das der Hammer? Und dann sinken die ab. Also, wir ziehen die ran, die gehen nach oben, wir lassen locker. Und sie sinken wieder nach unten. Wir ziehen, der Köder geht hoch und er sinkt ab. Also es ist ein Topwater-Köder, der in der Aktion an der Oberfläche lang geht. Und sobald man mit der Aktion aufhört, sinkt er runter, stürzt nach unten, trudelt weg, wie so ein Fisch, der so eine kleine Macke hat. Und das nutzen wir uns natürlich, oder das nutzen wir aus und versuchen dadurch natürlich Räuber hier zu fangen, wie zum Beispiel eben die Eschen, die Bachforellen. Zack, da ist er auch schon. Oder natürlich dann auch den Hecht, wobei den wollen wir ja eigentlich heute nicht haben hier, ne? Aber wir testen das hier aus und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Und das ist eben auch so ein Klassiker, immer mal wieder ganz gut hier für einen Lennock. Na guck, da war jetzt gerade ein Angriff, der war aber dann leider nicht richtig gehakt. Wir testen nochmal weiter. Scheint aber ganz gut zu gehen hier auf dem Walker, der Angry Walker. Nochmal ein bisschen ziehen, wieder ein bisschen treiben lassen, nochmal ein bisschen ziehen. Also hier auch immer wieder so ein bisschen Variation reinbringen. Bei der Führung der Köder, das heißt also einmal dieses schnelle Rankurbeln. Ich habe jetzt hier Tempo 50 plus Shift, halte ich hier gedrückt. Ziehe dann damit immer so ein bisschen ran und lasse dann auch immer wieder ein bisschen locker. Das kann man eben ein bisschen steuern. Also das heißt, wenn wir jetzt hier quer zur Strömung stehen, auswerfen, wir ziehen, locker lassen. Ruhig mit der Rute ein bisschen wieder entgegen, dass die Schnur auch richtig locker wird. Zack, und dann ziehen wir hier ein bisschen schneller auch mal rein. Und wenn das mit dem Gieren nicht klappt, nur mit Shift und 50, dann eben auch noch zusätzlich hier die rechte Maustaste, damit da richtig Action ist. Achtet darauf, wenn ihr euch mal ein anderes Setup holt als dieses Belaya Setup, weil ihr denkt, boah, geil, Alter, ich hole mir jetzt einfach ein viel geileres Setup mit noch viel mehr Tragfähigkeit. Es gibt einige Sets, die auch ein ähnliches Wurfgewicht haben, vielleicht auch mehr Tragfähigkeit haben, aber weniger Power haben. Power von mindestens 5 ist absolut essentiell, wenn ihr Topwater führen wollt. Ohne das bekommt ihr das Gieren nicht hin. Also dieses Gieren mit Routen unter Power 5, no way. Das gleiche zählt dann auch für Wobbler und ähnliches. Bedeutet also, es gibt verschiedene Routen, die das eben nicht haben mit der Power, die vielleicht super Werte haben in Gänze und wo man sich denkt, ja super, Alter, jetzt gönne ich mir das und ich habe auch gerade ausreichend Kohle dafür. Aber wenn kaufen, dann richtig. Wenn ihr euch unsicher seid, lieber nachfragen. Stellt eure Fragen im Discord oder im Livestream, damit ihr da keinen Fehlkauf macht. Es gibt einfach zu viele Routen mit ein bisschen speziellen Werten. Und es gibt halt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn man einen Fehlkauf macht und dann auf einmal, ja, klappt es einfach alles nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen weiter mit verschiedenen anderen Ködern. Wahrscheinlich teste ich auch gleich noch ein paar Blinker. Auch das ist natürlich immer gut. Aber ja, die Topwater, also einmal hier der Angry Walker in verschiedenen Farben übrigens auch. Einmal auch noch der, warte mal, mal eben reinkurbeln richtig, stopp. Einmal noch der grüne Walker. Wo ist er? Genau, und der rote, also diese hier, das sind so die Top-Köder hier auch an der Stelle. Was heißt an der Stelle? Also hier im Seitenarm an der Tunguska. Ob das jetzt hier vor der Insel ist, hinter der Insel, in der Kurve oder in der Kurve, auch super spannend. Also ich sag mal, dieser Bereich von hier G4 bis hier unten hin, absolut spannend. Hier oben hin wird es manchmal so ein bisschen tricky. Hier sind so Bereiche, die man auch sehr gut
beim Grundangeln auf kleine Bachschmerlen und ähnliches abtesten und beangeln kann. Das ist auch immer wieder interessant, aber ich sag mal, gerade hier ab dieser Kurve, diese große Kurve und hier der Bereich, absolut spannend und essentiell, wenn man hier im Spinning mit dem Belayer-Set ein bisschen rumprobieren will. Also, so viel dazu. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen raus. Such weiterhin den Lennox. Wenn du einen Spot hast für einen Lennox, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich brauche den ollen Lennox endlich mal als Trophy. Wird langsam mal Zeit. So viele Jahre schon gesucht. Irgendwann muss er doch mal reingehen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und an den anderen Tagen live auf YouTube. Auch immer um 19 Uhr. Petri.